Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, habe ich ein Gravurlaser von Wish am Start. Das Video ist wieder in Kooperation mit Wish. Das heißt, hier oben steht jetzt Werbung. Wish hat mir netterweise das Paket kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Kuss und Gruß geht daraus. Checkt Wish unbedingt ab, die App ultra easy. Und am Ende gebe ich euch noch einen fetten Rabattcode. Also bleibt dran und ich würde sagen, wir legen los. Let's go. So, das ist der Gravurlaser mit 3000 Milliwatt. Das heißt, der sollte gut was abkönnen. Kosten tut der Laser 120 Euro und 10 Euro Versand, wenn man schnell versandt wird. Das heißt, 130 Euro habt ihr das ganze Ding am Start. Später könnt ihr aber noch ein bisschen was sparen. So, so ist der Karton angekommen. Also es ist nicht nochmal verpackt gewesen. Mal zugeklebt, der Karton. Also man hätte den Laser jetzt als Postbote auch rausnehmen können und direkt loslegen können. Perfekt. Wir sehen, in der Verpackung oben ist der Laser schon abgebildet. Dann sind hier ganz viele chinesische Zeichen. Hier steht Made in China. Auf den anderen Seiten ist überall nichts. Und hier ist das Versandetikett. Wir packen direkt aus. Das heißt, Karton geht auf. So, ganz oben erwartet uns einmal ein EU-Adapter. Dann die Bedienungsanleitung. Die haben wir da am Start. Dann haben wir hier einen Schraubensatz. Dann wird hier wahrscheinlich schon der Laser drunter sein. Und den Laser, denk mal. Im Karton ist sonst nichts mehr. Wir machen einmal auf. So, da ist das gute Stück. Oh, sieht schon nice aus. Okay, ist sehr, sehr sicher verpackt. Tatsächlich. Ah, okay, wir müssen ihn noch zusammenbauen. Wir haben hier einmal, sagen, das Hauptgerät. Dann haben wir hier Satzkabel oder so. Ein USB-Stick ist auf jeden Fall mit am Start. Dann haben wir hier noch Musterstücke von Holz, denke ich mal. Ja, das ist Holz. Also so Musterstücken. Noch ein Musterstück und eine Glasscheibe ist hier auch noch am Start. Die müssen wir nämlich noch anschrauben, deshalb wahrscheinlich auch die Schrauben. So, die Muster machen wir erstmal beiseite. Jetzt müssen wir hier noch das Styropor entfernen. Und hier sehen wir auch schon das Herzstück sozusagen. Hier erstmal alles rausnehmen, was nicht dorthin gehört. Hier haben wir schon den Laser und den Motor. Das kommt hier vorne jetzt drauf, die Plexischeibe. Wahrscheinlich einfach, um zu schützen, ne? Das kommt jetzt wahrscheinlich, genau, hier vorne rauf. Und dafür werden auch die Schrauben sein. Wozu Anleitung lesen, wenn man einfach weiß, was Phase ist, ne? Das heißt, die Schrauben kommen wahrscheinlich von vorne durch. Und die Mutter von hinten. Das bauen wir einmal fix zusammen. Ich muss schon mal sagen, nebenbei, während ich zusammenbaue, ich bin sehr gespannt, was das Ding kann. Angeblich soll man damit, also kann man damit wirklich alles lasern. Metall, Acryl, Holz. So, letzte. Und dann habe ich eine über. Eine Schraube muss ja immer überbleiben, das ist wichtig. So haben wir schon mal den ersten Teil hinter uns. Dann gucken wir mal, was hier noch in der Kabelkiste ist. Ein Netzteil, USB-Kabel, ne? Und ein Stift. Okay, okay. Das heißt, für mich geht es jetzt einmal kurz ans Anleitung lesen. So, ich will auch nicht groß die Software als Teil des Videos laufen lassen, denn es geht primär jetzt um das Produkt. Das heißt, ich installiere das jetzt alles kurz mal fix und flott. Ach, man kann sogar über Bluetooth gravieren. Das ist natürlich Baba. Das ist natürlich richtig Baba. Okay, ich bin noch dabei rauszufinden. Ah, jetzt hier habe ich jetzt irgendwie eine Meldung. Okay, hier passiert was. Ah, jetzt hat er ihn gefunden. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt will ich das natürlich irgendwo reingravieren. Jetzt hatten wir diese Teststücken. Das heißt, wir haben jetzt direkt hier Monkey D. Ruffy. Ich pack das jetzt einfach hier rauf, kein Plan. Ich drück einfach Start, was weiß ich. Also ihr könnt das jetzt sehen. Ich kann nämlich... Ah, okay. Ich kann das von vorne kann ich ja durchgucken. Dafür ist die grüne Scheibe. Ich glaube allerdings, ich habe viel zu flach gelasert. Also ich hätte tiefer gehen müssen. Da muss ich auf jeden Fall rausfinden, wie ich das rausfinde, welches Material wie tief gelasert wird. So, ich habe jetzt die Tiefe ein bisschen tiefer eingestellt. Ihr seht das jetzt auch gerade hier im Laser. Also jetzt macht das auch viel mehr Sinn. Ja, das ist ja viel geiler. Boah, das ist ja viel geiler. Okay, ich bin mega gespannt. So, das erste Teil ist fertig. Ihr habt es jetzt gerade im Zeitraffer gesehen. Ich hole es jetzt mal hier raus. Ah, es sieht doch übel nice aus. Also wir haben hier jetzt Monkey D. Ruffy. Man fühlt jetzt richtig, also es ist halt richtig reingraviert.
Ich will das jetzt mit anderen Materialien unbedingt nochmal ausprobieren. Und zwar gleich volle Power. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar habe ich hier eine Powerbank. Und da hätte ich jetzt gern Testy Boy rein. Geht das? Ja, die passt jetzt wahrscheinlich gar nicht hier rein, oder? Ich will jetzt da... Ich will das einfach ausprobieren. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Okay, da passiert gar nichts. Ich stopp nochmal. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall tiefer. Es passiert immer noch nichts. Okay, das Problem ist, dass ich sehe schon das erste Problem. Der Schriftzug ist zu groß. Das, also man muss sagen, die Software ist gut am Start. Allerdings habe ich noch nicht die Brenntiefe für Kunststoff gefunden. Auch da passiert nichts. Okay, also die Powerbank wird absolut, da passiert gar nichts. Ja, das ist zu dick anscheinend. Ich habe noch ein paar mehr Sachen. EC-Karten-Etui. Okay, es hat auch überhaupt nichts funktioniert. So, als nächstes würde ich gerne einen USB-Stick testen. Bis jetzt hat ja nur Holz tatsächlich funktioniert. Raufschreiben, ich weiß es nicht. Ja, hier ist absolut nichts auf dem Metall. Also Metall schafft er auf keinen Fall. Wir haben bis jetzt nur Holz graviert. Das hat allerdings sehr gut funktioniert. Ich filme jetzt tatsächlich einmal mit dem Handy, weil ich die ganze Zeit verschiedene Materialien ausprobiere. Ich habe jetzt zweimal Acryl aufeinander. Das heißt zwei Plexiglasplatten sozusagen aufeinander. Ich habe hier schon den ersten Versuch gemacht und hier seht ihr tatsächlich, ist das Wurschlogo eingraviert, richtig witzig. Ich habe jetzt schon Metall ausprobiert, ich habe hier so harten Kunststoff, also ich wollte so einen Handyhalter gravieren, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Das Holz ist bis jetzt das einzige, wo es tatsächlich sehr gut funktioniert hat. Und ich habe hier drunter noch Aluminium, das heißt, da wird das wahrscheinlich auch reingebrannt. Das wird jetzt auf jeden Fall ein paar Minuten dauern, aber das scheint zu funktionieren. So, es ist mittlerweile ein paar Stunden später. Ich habe jetzt alle möglichen Materialien ausprobiert. Ich habe jetzt gerade läuft das Ding über Bluetooth, das heißt, ich habe die App auch ausprobiert, funktioniert super. Ist allerdings nicht über den offiziellen App Store erhältlich und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ich mag das lieber, wenn man es über den offiziellen Play Store runterlädt, anstatt als APK oder hier so zum Runterladen. Das funktioniert aber. Ich laser hier jetzt gerade noch ein bisschen Papier, kann euch in der Zeit schon mal die Teile zeigen, die ich bis jetzt gelasert habe. Wir haben zum einen ja am Anfang den Monkey D. Ruffy in das Holz gelasert, das hat super funktioniert und da bin ich auch mega happy, das sieht mega geil aus, habe ich in dieses Teststück, das hat super funktioniert. Dann habe ich in Papier ein Apple-Logo reingebrannt, das heißt, man kann damit auch sozusagen stanzen, also so in der Art. Also man könnte jetzt unten rechts in eine Karte ein Logo reinbrennen, das geht auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich in so ein Hart-Kunststoff reingebrannt, und zwar das Wish-Logo unschwer zu erkennen, das hat auch super funktioniert, das hat ungefähr so 40 Minuten gedauert. Und dann habe ich Metall probiert, das hat nicht funktioniert und zum Schluss habe ich noch Plexiglas genommen und zwar habe ich da das Testy Boy Logo so reingebrannt. Da muss man unbedingt, das sieht man jetzt hier auch, ich habe hier so eine Platte in Aluminium drunter gepackt, denn sonst wird man den ganzen Tisch wegbrennen, weil der Laser geht so durch das Plexiglas durch. Das hat 2,5 Stunden gedauert. Also das war wirklich, also das hat ordentlich lang gedauert, ist aber ganz geil geworden, finde ich. Ich hatte vorher hier Wish getestet, deswegen steht hier jetzt Wish drin. Aber so ist es ganz cool geworden. Leider ist es jetzt nicht gerade, hätte ich mal direkt machen sollen, aber ich wollte eigentlich nur einen Testlaser machen. Also das hat echt super funktioniert, muss ich sagen. Also alles in allem muss man sagen, es ist ein Top-Teil. Also für so einen kleinen Apparat mega crazy, dass das funktioniert. Also ich war völlig überrascht, dass das halt einfach so gut funktioniert. Ich hatte gehofft, dass das irgendwie in Metall geht, aber ein lackiertes Metall. Achso, ich hatte noch einen Kugelschreiber. Mal gucken, ob man das jetzt auf der Kamera sieht. Wahrscheinlich sehr schwer. Also da habe ich Testy Boy reingefräst oder reingebrannt. Leider ist der schwarz. Vielleicht sollte ich das nochmal mit einem... Der brennt jetzt noch die letzten Sachen. Ich bin mega überrascht, dass es funktioniert. Ich finde es mega witzig. Cooles Teil. Ist so ein Nice-to-Have-Feature. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber nur zum Rumspielen ist ganz geil. Das war's mit dem Video. Falls ihr jetzt sagt, ihr wollt auch so einen Laser haben oder irgendwas anderes Nice von Wish und wollt jetzt ein bisschen sparen, habe ich natürlich was für euch. Und zwar könnt ihr jetzt mit dem Rabattcode TESTY15 15% auf eure gesamte Bestellung sparen. Der Code gilt nur für 5 Tage. Das heißt, nee, ab jetzt, wo das Video online ist, habt ihr 5 Tage Zeit. Alle genauen Infos habt ihr unten in der Infobox, genauso wie den Laser, der ist unten verlinkt. Auch meine Social Media Kanäle, und zwar auf TikTok gibt es fast Daily Content, was Wish angeht. Und auf Instagram bekommt ihr auch mal die neuesten Infos, wann welches Video online geht. Und das Thumbnail kriegt ihr immer schon so 3-4 Stunden vorab. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Haut rein, bis dahin. Tschüss.